Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Heat. Ja, wir sind endlich angekommen. Ich bin gerade nochmal eben durch die Werkstatt gegurkt und habe meinen Wagen noch einmal heile gemacht für das anstehende Rennen mit dem fliegenden Holländern. Dieses Rennen soll uns ja, laut des Tipps, den ich gesehen habe, über 100.000 RP bringen. Und wenn wir das jetzt dann am Ende noch mit einem fünffach Heat-Multiplikator machen, dann haben wir schon mal eine 500.000. Wir haben ja gerade schon 250.000. Deswegen, ja, bleibt auf jeden Fall dran. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie gut das funktioniert. Wenn alles klappt, dann, ja, gehen wir vielleicht mit sogar einer 300.000 raus. Und ich finde, das klingt immer wie Darth Vader. Ich werde das nachher einmal demonstrativ machen mit den Bremsen. Dann hört ihr das. Wir haben jetzt schon 30% rum. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum das Ding fliegende Holländer heißt. Man braucht ja quasi fast nur Gas geben. Da gehört, da war wieder Darth Vader. Da war er wieder. Wahnsinn, ey. So, wir achten jetzt drauf. Aktuell sind es 229. Und gleich müsste es ein bisschen mehr sein. Bums. Jetzt müssen wir eben aber erstmal hier rein. Und dann, wenn wir uns, obwohl wir können eigentlich auch, wo sind wir denn gerade? Lass uns einfach zum Parkhaus. Oh, das wäre natürlich auch noch episch, ne? Aber lass uns erstmal zum Parkhaus. So, jetzt sind wir nämlich Heatstufe 4 und ihr seht, 365.000, also 140.000 RP hat das ganze Ding gerade gegeben. Da ist er wieder, Darth Vader. Hört mal genau hin. Klingt jedes Mal so. So, wir werfen ja jetzt noch mal ein Auge darauf. Also wir sind jetzt kurz vor Stufe 45. Es fehlt nicht mehr viel. Okay, wartet mal. Den werden wir mal umfahren. So,
müssten jetzt auch eigentlich gleich da sein. So. Da sehen wir schon. Hier ist unser Zielpunkt. Ich weiß es nicht. Lass uns doch mal eben gucken. Also wenn wir wirklich die Dinge machen. Ah, leider kann man nicht noch weiter raus. Ich würde mal gerne wissen, wo der hinführt. Wobei, wenn der schon da ist im Prinzip, können wir dann auch danach dahin speeden. Also, wollen wir es riskieren? Arme Leute, wir riskieren es. Wir riskieren es. Noch sieht's ja gut aus. Jetzt gehen wir auf jeden Fall richtig all in, ey. Gucken, dann könnte ja eigentlich nach dem Rennen sogar schon Stufe 46 winken. Ja, unser Mitsubishi ist auf jeden Fall schon eine richtige Maschine. So, haben wir das. Jetzt können wir im Prinzip eigentlich direkt mal uns den Marker hier setzen. Oh. Zack, sind wir nämlich schon bei 500.000. Und jetzt müssen wir uns gleich dann nur noch den letzten schnappen.
müssen wir auf jeden Fall ein bisschen einfach die Cops provozieren. Aber erstmal so zumindest in die Richtung davon kommen. Wobei, da ist ja eigentlich noch ein Rundkurs, ne? Direkt an dem Dings gewesen. Da war ja hier dieses komische Rennen. Der Rundkurs, der direkt hier ist. Der auch nochmal 50.000 gibt. Und der ist ein Sprintrennen. Der Sprint, der führt einfach mal komplett rum, Alter. Und dann nimm doch direkt Rundkurs. ETF, ey. Okay. Also der gibt gut Knatze. Aber da können wir auch einfach die beiden nochmal hinten dran klatschen. Die sind nämlich auch nicht lange. Okay, aber lass uns jetzt erstmal dahin fahren. Hier mit einem Run eine Million machen wäre natürlich ein absoluter Traum. Ist sogar eine Goldtrophäe auf Konsole. Das wäre schon Zucker, ne? Okay. Wir sind jetzt schon so gut wie da. Das waren die Rundkursrennen, ne? Ja. Let's go. Je nachdem, wie es läuft, können wir das Rennen auch einfach ein paar Mal hintereinander machen und wirklich einfach noch auf diese Millionen aufstocken. Oh, leider werden wir jetzt den Bullen begegnen. Ich glaube, ohne Nitro hätte das nicht funktioniert. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf Heat-Stufe 5.
Im Prinzip, wenn ich das Rennen einfach hier viermal hintereinander mache. Müsste es doch eigentlich auch 400.000 Reps sein. Und entsprechend hätten wir dann die 1 Million. Und hier vorne ist ja direkt die Garage. Kommt Leute, wir machen einen Run auf 1 Million. Kann man nicht lang. Okay, warte, ich muss erstmal wieder Abstand gewinnen. Ich muss immer auf die Renos aufpassen. Sprintrennen? Nein, das will ich ja nicht machen. Das will ich ja nicht machen. Ich will eher wieder den machen. Jetzt noch mal eben warten. Leute, jetzt sind wir bei 700.000. Ich beende diese Verfolgung. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Was? Lasst den Wagen entkommen? Das hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Tja. Keinen interessiert, was du dir vorgestellt hast. Dann machen wir aber den. Aber müssen wir immer noch warten. Dachte schon, was geht denn jetzt ab, ey? Ja, wir können so langsam hinfahren. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht in die Richtung hier. Er ist gerade ausgefahren. Jawohl, sehr schön. Boah, Leute, ey. Alter, was war das denn jetzt gerade für eine Optik, Alter? K
komm, fahr einfach, ey. Bleib nicht so blöd im Weg rumstehen. Die Ansicht ist, glaube ich, am besten. Da habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Alter, ist das ein Bastard, Mann, Alter. So, und dann direkt nochmal. Einfach direkt nochmal. Direkt hinterher. Okay, jetzt sind wir bei 780.000. Hallo? Das ist aber jetzt nicht nett. Ich hab dich auch nicht beleidigt.
So, das heißt, jetzt müssen wir aber wirklich einmal hier hin speeden, weil der Spacko uns im Nacken hängt. Ach, guck mal, gibt da immerhin noch 11.000 Rap. Leute. Ja, es wird leider eine XL-Folge. Irgendwann müsste denen aber auch der Treibstoff ausgehen. Sehr schön. Waren jetzt gerade wieder 60.000. So, jetzt lass uns kurz rechnen. Wir brauchen noch 157.000. Ja, zweimal das Rennen von gerade noch. Und wir haben 1.000.000 Punkte gemacht, Leute. Ja, es wird auf jeden Fall eine XL-Folge, also so mit 40 Minuten 45 rechne ich jetzt schon. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Sieht aus, als hättet ihr die Zielperson verloren. Ich blase die Verfolgung ab. Vielleicht werde ich auch aber auch an dieser Stelle jetzt einen Cut setzen. Vielleicht werde ich hier einen Cut setzen und dann reinschneiden, wenn wir gleich wieder ins Rennen gehen. Weil ich weiß halt nicht, wie lange die jetzt brauchen, bis sie hier alle weg sind. Das kann jetzt bestimmt schon eine Minute dauern. Deswegen. Ich genehmige mir jetzt erstmal was zu trinken. Ja. Die Zahl hier dezimiert sich doch schon mal stark. Die bewegen sich überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur abwarten, was der jetzt hier unten macht. Und können dann dahin fahren. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ja, aber da kommt direkt der nächste von hinten. Also, vielleicht muss ich nochmal was genehmigen, ja. So. Ja, ich würde sagen, jetzt, ich guck mal eben, was der da vorne links noch macht. Er ist weggefahren. Eben checken, ob sich Gefahr nähert. Nö. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, dann können wir vielleicht sogar die 2 oder 3 Runs ohne Bullen machen. Und einfach direkt hintereinander durchballern. Und dann saven wir es. Thank you.
Lol. Da waren doch absolut Cops, Alter. Hä? Was geht denn jetzt mit denen ab? Die machen ja überhaupt nichts. Das ist strange. Die haben schon aufgegeben. Ja, jetzt mal no joke, ne? Die werden ja durch gar nichts alarmiert. Das heißt auf jeden Fall, dass Rennen Nummer 1 wahrscheinlich ohne Probleme laufen wird. Außer die überlegen es sich irgendwann spontan doch nochmal anders. Schauen wir mal. Ich will nicht schon wieder mit denen da kollidieren, ne? Mit dem nächsten Run haben wir auf jeden Fall auch Stufe 48 erfolgreich abgeschlossen. Aber das ist ja egal. Der kann ja von mir aus crashen. Das ist mir Schnuppe. Das war echt nice, dass das wirklich wirklich komplett ohne Cops war. Hätte gar keiner Mucks gemacht. So, 883 haben wir. Jo, die werden wieder nichts machen. Heftig. Sag ja, die haben einfach aufgegeben. Ja, aber ich sag mal so, ne? Mich stört das jetzt nicht. Okay, natürlich, wenn jetzt die Bullen was versuchen würden, dann wird es natürlich mehr Rap-Punkte geben. War ja natürlich der ein oder andere Wagen drauf gehen wird dabei oder würde, aber dadurch, dass halt keiner kommt, gibt es zwar so allgemein ein bisschen weniger Punkte, aber da muss ich mich wenigstens auch am Ende nicht stressen mit 80 Einheiten, einem Reno, einem Heli etc., sondern ja, kann ganz einfach entspannt in meine Garage fahren und die 1 Million Punkte sowas von entspannt saven. Thank you.
Selbst wenn ich die Ramme, passiert nichts. Ja. Das ist halt, wenn man Autorität ausstrahlt. Nee, ich glaube, das ist einfach gerade nur verbuggt. Hoppala. Er ist aber motiviert. Da will er mir doch tatsächlich nochmal einen ersten Platz wegnehmen. Das finde ich ja überhaupt nicht witzig, Kollege. Und nochmal. So, jetzt müssen wir bei 940.000, glaube ich, sein. Außer die Rep-Zahl hat sich so dramatisch verschlechtert. Aber wir gehen jetzt mal von positiven Fällen aus. Ja, geht besser, aber es ist okay. Und wenn es halt drauf ankommt, dann machen wir halt noch zwei Runs. Das ist ja alles entspannt hier. Wenn das halt mit dem nächsten Run noch nicht reicht. Ja, okay, ich sehe aber schon, leider, wird der 1-Million-Rap-Run nicht das Finale werden. Einmal müssen wir danach noch. Wobei, eigentlich kann ich es halt auch so übertreiben und auch komplett durchziehen. Ich guck mal, ich weiß halt nicht, wie viele Punkte noch fehlen. Aber wenn wir schon einmal dabei sind, dann könnten wir es im Prinzip auch fertig machen. Mal gucken. Außer wenn der jetzt natürlich gleich sagt, ja, von 49 auf 50 hätte ich gerne 1 Million Rap-Punkte. Dann nö. In dem Fall mache ich das dann nicht. Oh, jetzt sind die Bullen mal getriggert von irgendwas. Einer von denen hat sie wieder getriggert. Ah, er hat sie getriggert. Spasti. Er hat den Bug aufgehoben. So. Ja, wir müssen noch einen machen. Wir müssen noch einen Run machen.
Ja, aber das wird auf jeden Fall der letzte Run werden. Also die Cops werden in dem Rennen auf jeden Fall wieder getriggert. Leute, das wird richtig spannend, ey. Na, jetzt haben wir wenigstens mal wieder Action. Und haben nicht so ein Larifari-Dings. Zum Glück ist der Reno volles von daneben gebrettert. Der Heli fliegt auch echt jede Kurve mit, ne? Er hat auf jeden Fall richtig Bock. So, noch knapp eine Minute. Dann haben wir sie. Muss aber nicht sein. Bin doch schon auf der Rennstrecke. So, 1 Million Punkte haben wir safe jetzt. Wenn wir die jetzt nicht haben, dann weiß ich auch nicht. Doch, wir haben sie. Leute, ich sehe überhaupt nichts mehr. Holy shit. Alles easy. So, markieren wir uns schon mal. Unser Racer hat offenbar die Bremse gefunden. Ja, eins, wir kommen in eine Flugverbotszone. Brechen jetzt ab. Wir sind alle zu weit zurück, um die Verfolgung noch fortsetzen zu können. Der Wagen muss irgendwo in der Nähe sein. Also macht euch auf die Suche.
Verdammt, ihr habt den Wagen entwischen lassen. Wundert euch nicht, wenn ihr das morgen früh in eurem Social Media Feed seht. Ach, verdammt. Ich hatte den Strafzettel schon ausgefüllt. Na schön. Während des Fahrens. Was mir nicht gefällt, ist, dass der so blöd da rumsteht, nichts tut und nur von A nach B leuchtet. Was macht der da hinten? Da steht er. Okay, warte mal. Er schaut nach rechts, er schaut nach links. Im Prinzip kann ich auf die Straße fahren. Ich weiß nicht, wo er steht. Alter, er steht da unten. Ach, deswegen! Der backt da rum! Ja, Dude, wenn du nur von uns, vor uns zurückfährst, dann wird das auch nichts. Aber warum backt der da hinten rum? Oh, hat er es geschafft? Ah. Glaub nicht, oder? Nee, der. Der wird da nicht rauskommen. Doch, er hat es geschafft! Nee, oder nicht? Kommt der überhaupt irgendwie voran? Nope. Der kommt gar nicht voran. So, was machen hier die umliegenden Cops? Sind keine. Ja, komm, ich fahr einfach weit nach links raus. Ab ins Quartier, Alter. Ich warte doch hier nicht 5 Jahre, bis er fertig ist. Boah, Leute. Ey. Was war das für eine Verfolgung? Es schadet nichts, es auch mal ruhiger angehen zu lassen, um Kraft zu tanken. Warte mal, ich will mal gucken, wie viele Prozent der Leute haben diese Trophäe überhaupt. Na, komm. 11%. 11% haben die. Boah, Leute. Du hast grünes Licht für neue Teile. Nur weil wir uns hier oben verstecken, sind wir noch lange nicht aus dem Geschäft. Keine neuen Autos? Nichts? Ernsthaft? Lol. Gut, Leute. Ja, den wollte ich mir jetzt aber nicht angucken, den Spacko. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, cheerio.